Julia Schütze, Talk to Me. In Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin Der österreichische Installateur. Die Preise für Strom, Gas und Benzin steigen und damit auch die Kosten fürs Heizen. Die große Frage lautet also, wie heize ich richtig, um Geld zu sparen? Und ist die Initiative Raus aus Öl und Gas wirklich eine gute Idee, sowohl umwelttechnisch als auch angesichts des nicht vermeidbaren und bevorstehenden Blackouts? Antworten darauf bekommen wir jetzt aus erster Hand. Und damit willkommen Ingenieur Michael Mattes, seit 13 Jahren Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker. Ja, grüß Gott, ich freue mich auf unser Zusammentreffen, dass wir uns über diese interessanten Themen unterhalten können. Die Heizung in der Nacht ausschalten, um Strom zu sparen. Herr Ingenieur, ist das eine gute oder eine weniger gute Idee? Naja, das ist eher eine weniger gute Idee. Sie brauchen dann in der Früh fürs Aufheizen mehr Energie, als eigentlich, wenn Sie die Temperatur halten oder nur geringer absenken, einsparen. Ich habe auch wo gelesen, kalte Räume zusammen mit der Bildung von Kondenswasser an Fenstern führen zudem zu Schimmel an den Wänden. Kommt das dann auch vom zu wenig Heizen? Das kommt von hauptsächlich zu wenig Lüften. Also Sie brauchen einen gewissen Luftaustausch. Und es muss natürlich auch eine gewisse Wandoberfläche da sein. Sie müssen sich vorstellen, es gibt einen gewissen Punkt, wo es zum Kondensieren anfängt. Und diesen Punkt darf man nicht unterschreiten. Das kommt jetzt darauf an, welches Material es ist. Also das zieht sich durch. Das ist eine sehr heikle Technik. Okay, dann sage ich Ihnen mal, ich habe besonders in der Früh Kondenswasser, wenn ich die Jalousien hochgib. Das heißt, sollte ich, bevor ich schlafen gehe, noch einmal lüften? Naja gut, das ist wieder eine andere Sache. Wenn Sie die Jalousie unten haben, kühlt ja das Glas, das Fenster kühlt natürlich sehr aus. Sie haben, wenn Sie die Jalousie dann hochziehen, kommt die warme Luft, die feuchte Luft zum Fenster. Das fängt natürlich an dann zum Abkühlen und dadurch zum Kondensatausfall. Okay, das heißt wegwischen und alles ist wieder gut? Müsste so sein. Es kann auch ein anderes Problem da sein, dass Sie eine Kältebrücke haben, dass zum Beispiel das Glas nicht den Dämmwert hat, den man eigentlich braucht, dass vielleicht der Rahmen, der Fensterrahmen oder der Türrahmen nicht richtig passt, dass da zu hoher Luftaustausch ist. Also das gibt es zig Varianten, warum das so sein kann. Dann kommen wir zum richtigen Lüften. Wie sieht das in Ihren Augen aus? Das richtige Lüften wäre ein sogenanntes Stoßlüften, also Fenster auf, 4-5 Minuten lüften. Es gibt dann noch die Möglichkeit des sogenannten Querlüftens, wo Sie praktisch die Wirkung noch verstärken. Das heißt, wenn Sie auf einer Seite ein Fenster aufmachen zum Lüften, auf der anderen Seite auch aufmachen und das ein bisschen durchzieht, damit haben Sie einen Luftaustausch und natürlich ist auch die Lüftungszeit dann geringer. Und dann machen Sie wieder zu und Sie haben dann wieder die Wärme im Raum. Wie oft soll ich das pro Tag machen? Idealerweise? Und wann? Am besten, bevor ich schlafen gehe? Naja, auf jeden Fall, bevor ich einmal schlafen gehe, in der Früh dann. Natürlich, da sind wir jetzt bei der Technik. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung wäre natürlich da das Optimale, wo Sie auch eine Wärmerückgewinnung haben. Das heißt, die Luft, die Sie brauchen, der Mensch braucht ja, also wenn Sie schlafen, sollten Sie 20 Kubikmeter Frischluft in der Stunde haben. Wenn Sie jetzt also eine 100 Quadratmeter Wohnung rechnen, Sie haben alles offen und zwei Personen müssten es, schätzt jetzt einmal alle 4 Stunden, den Wecker stellen und lüften. Tatsächlich? Dass Sie einen hygienischen Luftwechsel haben. Das müsste jetzt genau nachrechnen, das war jetzt nur so geschwind. Oh Mann, da komme ich aus dem Lüften gar nicht mehr raus erst. Da bleibt ja der ganze Haushalt liegen. Aber jetzt verraten Sie mir noch bei der Nachtabsenkung. Ja. Was ist denn die ideale Temperatur? Und soll ich das so einstellen, am besten ab 24 Uhr, zwischen 24 und 6 Uhr? Naja, was sind Ihre Erfahrungen? Wenn Sie um 24 Uhr abgesenkte Temperatur haben wollen, müssen Sie schon 1-2 Stunden vorher retour schalten. Es ist ja alles aufgespeichert, also bis die Temperatur sinkt, dauert es eine gewisse Zeit. Ja. Also wenn Sie um 10 schlafen gehen, also würde ich um 8 zum Absenken anfangen, kommt natürlich auf die Umgebung drauf an, auf die Wärmedämmung, auf die Glasflächen, die Sie haben.
Also das, dann welche Heizung Sie haben, haben Sie Radiatorenanlage, Konvektoren oder so, haben Sie Fußbodenheizung. Bei der Fußbodenheizung dauert es noch länger, weil Sie eine Speichermasse da haben und der Fußboden gibt noch länger Wärme ab. Also das ist ganz individuell. Man kann das nicht so über einen Kamm scheren und sagt, jetzt gehen wir um 1 oder 3 Grad retour. 1 Grad Raumtemperatur, kann man so sagen, sind circa 6%. Okay. Auf wie viel Grad soll ich denn trotzdem, haben wir mal Daumen mal Pi, runterkühlen in der Nacht? Na, da zum Beispiel ist eine Fußbodenheizung, also da gehen wir jetzt, da gehe ich um 2-3 Grad Vorlauftemperatur runter. Wenn ich eine Radiatorenanlage habe, da kann ich beim Raumtemperaturregler, wenn ich da einstelle, 2-3 Grad wird das sicher reichen. Mhm. Mehr würde ich nicht runter. Das heißt, in der Nacht 18 Grad, tagsüber 21, das ist ideal, kann man sagen. Ja, ideal. So ungefähr, ja. Wenn die Heizung nicht richtig warm wird, woran kann das liegen? Da gibt es sehr viele Gründe. Erstens einmal, dass der Energieträger ausgegangen ist, dass nichts mehr da ist. Das ist einmal das eine. Wenn es warm wird, aber nicht mehr richtig warm wird, könnte es sein, dass die Heizungspumpe irgendwie ein bisschen streikt, dass der Wärmezeuger streikt, dass sie Luft in den Radiatoren haben, was ich aber eher wahrscheinlich nicht für möglich halte. Das ständige Entlüften, wie es propagiert wird, also finde ich, ist auch nicht sinnvoll. Wenn es nicht gluckert, ja, und wenn ich genug Wärme habe, brauche ich nicht entlüften. Entlüften muss ich nur dann, wenn an der Heizungsanlage, an der Anlage selbst gearbeitet wurde. Wenn neu gefüllt wurde, wenn eine Reparatur war, wenn neu gefüllt wurde, da kann es sein, dass Luft drinnen ist, die sich dann absetzt, dann muss ich entlüften. Aber wenn nichts gemacht wurde, ist es normal nicht notwendig, dass Sie entlüften. Okay, danke. Damit haben Sie mir nämlich schon die nächste Frage beantwortet. Jetzt in Sachen Heiztechnik. Lässt sich da für Sie ein Trend erkennen oder wird es zwangsläufig auch in Zukunft einen Energiemix geben müssen? Naja, der Trend alles Elektro sehe ich ein bisschen kritisch. Wie gesagt, ich bin neben Gas, Sanitär, Heizung und Lüftungstechniker, ich bin auch Elektrotechniker. Das wollte ich eigentlich zu Beginn immer werden, aber dann ist alles andere daraus geworden, aber ich habe auch die Elektrokonzession und für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass ich mit der Photovoltaik zum Beispiel im Sommer Strom erzeuge und im Winter dann propagiere, dass ich damit elektrisch heizen kann. Das ist ein Nonsens. Das ist ein Betrug an den Konsumenten, wenn ich so etwas behaupte. Das heißt, wir müssen erhöhten Strombedarf für elektrische Wärmepumpen und für Elektroautos im Winter aus Atomkraftwerken importieren. Richtig, 25-30% haben wir da Importquote im Winter. Und wenn ich übers Jahr schön rechne, bilanziell, wie gesagt, was habe ich davon? Im Sommer habe ich einen Überschuss, der bei uns eigentlich nicht verwendet wird. Also wenn Sie gekommen sind, Sie werden draußen Windräder gesehen haben, ja. Wenn die Sonne anständig scheint, stehen draußen die Windräder, weil wir nicht wissen, wohin mit Strom, weil es Leitungen nicht dazu gibt. Das ist ganz einfach Fehlplanung oder wie gesagt, es wird nichts gemacht. Ich habe erst vor kurzem gelesen, dass die einzelnen Technologien unfair behandelt werden würden, zumal Fernwärme zur Hälfte mit Gas betrieben wird, soll aber nur ein Zehntel so umweltbelastend sein. Ja, naja gut, das kommt jetzt darauf an, wo Sie Fernwärme anschauen. Ja. In Wien, da gibt es Studien, in Wien hat die Fernwärme 70% Gasanteil. Also ist ein bisschen mehr. Dann ist ja noch etwas, es gibt Leitungsverluste, die auch eigentlich nicht genau bekannt sind. Da wird da wieder manipuliert, dass es besser ausschaut. Also meiner Meinung nach ist da keine Ehrlichkeit dahinter. Das heißt, es funktioniert ja dann gar nicht, die Fernwärme als einzige Alternative zur Gastherme? Nein, meine Meinung ist, dass ein Energiemix, den brauchen wir. Ja. Fernwärme hat sicherlich die Berechtigung im dicht verbauten Gebiet, keine Frage. Ja. Aber wenn Sie da in der Gegend schauen, da gibt es weit und breit keine Fernwärme, da haben Sie Einfamilienhäuser. Also da ist ja die Dichte weniger. Wenn ich da eine anständige, funktionierende, effiziente Gasheizung habe, bin ich sicher besser daran als mit der Fernwärme. Das heißt, Sie stehen der Initiative raus aus Öl und Gas eher kritisch? Aus fossilem Öl und Gas.
Okay, das heißt, fossil ist wichtig. Ja, weder umwelttechnisch funktioniert es noch, oder fragen wir mal so, welche Bedeutung hätten Öl und Gas bei einem Blackout Ihrer Meinung nach? Ist im Prinzip, wenn sie nicht abgesichert sind, haben sie ja auch bei Öl und Gas nichts. Mhm. Ohne Strom funktioniert nichts. Also wenn Sie bei mir dann da rausschauen, da sehen Sie eine Photovoltaikanlage neben der thermischen Solaranlage. Ich habe im Heizhaus unten habe ich eine gasbetriebene Wärmepumpe, also nicht elektrisch, sondern die wird mit Gas betrieben. Da habe ich Brennwerttechnik an Gas und gewinne 60% noch Umweltwärme als Grundwasser dazu. Wow. Und fürs Blackout habe ich die Photovoltaikanlage und habe dazu einen Brennwertkessel. Denn wie gesagt, für die Wärmepumpe brauche ich Brunnenpumpen und alles Mögliche, da habe ich ein bisschen einen höheren Strombedarf, dass das ganze Werk läuft, weil ich ja das Grundwasser fördern muss. Da habe ich dazu gehängt, also bei Spitzenlastkessel habe ich dazu gehängt, ein Gasbrennwertgerät, das hat 120 Watt Anschlusswert und das liefert mir die Photovoltaik auf jeden Fall. Nebenbei habe ich dann noch die Umschaltung auf Inselbetrieb, das heißt einen Speicher, wenn der geladen ist, schaltet es automatisch um und ich habe nach wie vor noch Strom im Haus. Das nennt man Vorsorge. Ich weiß dann schon, wo ich mit meinem E-Roller parken werde. Jetzt, ja, wenn die Sonne nicht scheint, habe ich auch ein Pech. Ja. Jetzt bleiben wir beim Blackout und Gas. Ich habe dazu auch schon genau zu diesem Thema ein äußerst interessantes Interview mit RAG Austria-Boss Markus Mitteregger gemacht, Podcast-Interview 42. Wie stehen Sie also zum sogenannten grünen Gas? Das ist eigentlich die einzige Alternative, die wir haben, wenn Sie mich fragen. Wieder wenn Sie da rausschauen, da haben Sie das Machfeld, ja. Da waren seinerzeit, hat es Bohrtürme gegeben, da wurde Öl gefördert. Also wie ich noch mit dem Fahrrad spazieren gefahren bin seinerzeit, als junger Bub, da hat es auch Gas gegeben und wir haben im Machfeld haben wir Erdgasfelder. Wenn ich jetzt intelligent wäre und Photovoltaikstrom zum Abwinken habe, dass die Windräder stehen, könnte ich die Windräder laufen lassen, kann damit grünes Gas erzeugen und kann das runterpumpen in die alten Erdgaslagerstätten, also in die Erdgasstätten, die wir haben, und kann das dort für den Winter speichern. Weil Sie sagen, wenn ich intelligent wäre, wie gut sind wir in Österreich denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aufgestellt? Na schauen Sie, wir waren gut. Wir waren gut seinerzeit. Seinerzeit, wenn Sie schauen, von der Statistik Austria gibt es eine Aufstellung, wie gesagt, die letzte habe ich nicht, aber vom Jahr 2000 auf 2018, wenn man das, ich glaube 2000 war es, hatten wir mehr Stromexport als Import. Und das haben wir mit Wasserkraft gemacht. Ja. Nach 2010 bis 2018, in den 8 Jahren, hat sich das umgekehrt, dass praktisch der Import sich verdoppelt hat und die Erzeugung, die eigene Erzeugung ist um 6% gestiegen. Also ich bin baff. Passt hinten und vorne nicht. Herr Ingenieur Michael Mattes, im Kampf gegen den Klimawandel haben Sie vor einem guten Jahr als Bundesinnungsmeister der Sanitärheizungs- und Lüftungstechniker ein 10-Punkte-Programm für eine effiziente Umsetzung der aktuellen Umwelt- und Klimaziele am Stand der Installations- und Gebäudetechnik ausgearbeitet. Wie ist der Status quo? Der Status quo, ich stehe immer noch dazu. Wie gesagt, ich bin Techniker, für mich ist die Technik wichtig. Fukushima ist ja allgemein bekannt. Ja. Nach Fukushima, eine kurze Zeit danach, hat es ein Symposium gegeben in Wien, da wurde vorgestellt, also die Brennstoffzelle, und da war jemand aus dieser Region da, und da war damals, glaube ich, waren innerhalb von diesem Jahr oder so, waren 500.000 Brennstoffzellen in Betrieb, wurden gefördert. Damals war der Preis ungefähr um die 7.000 bis 8.000 Euro umgerechnet, also bei uns. Und wenn ich schaue, eine Brennstoffzelle damals hat gekostet 25.000 Euro bei uns. Das weiß ich, weil ich selber auch nicht gehabt habe. Wie gesagt, ich habe Mikro-KWK schon ausprobiert, ich habe auch schon Brennstoffzelle in Betrieb gehabt, alles. Also ich habe alles probiert. Mhm. Ja.
Und das verstehe ich nicht, dass man da eigentlich das Ganze ausgrenzt. Und wenn ich jetzt grünes Gas hätte und ich fahre mit einer Brennstoffzelle, da rinnt nicht mehr das Wasser raus, da habe ich keine Verbrennung. Und ich bin der Meinung, selbst wenn ich jetzt blauen Wasserstoff habe, der aus Erdgas gewonnen wird, habe ich auch noch ein Plus, weil es keine Verbrennung gibt. Das heißt, wo sehen Sie die größten A, Versäumnisse, B, besondere Herausforderungen und C, wo braucht es Unterstützung? Naja, Unterstützung bräuchten wir, das 10-Punkte-Programm, die Forderungen kennen Sie ja, die ich damals aufgestellt habe. Das war voriges Jahr zur Welser Messe, habe ich das gemacht. Ja. Da sind die Forderungen drinnen. Technologieoffenheit, Wahl der Energieträger. Und wie gesagt, wir in unseren Breiten ist es einfach nicht möglich, dass wir die Energie selbst erzeugen mit Photovoltaik oder mit Windkraft. Das werden wir nie schaffen. Ja. Ich muss ja noch etwas bedenken. Der Raus-aus-Öl-Bonus, den wir haben, der ist ja recht nett. Aber dass ich die Ölanlage demontiere und vielleicht noch, wenn ich die Förderung gegenrechne, vielleicht noch das Heizhaus ausgemalt habe, das muss ja auch wer bezahlen, den Umstieg. Dann muss das Wärmeabgabesystem und das Wärmeverteilsystem passen. Also ich kann das nicht rausschmeißen und irgendwas anderes hin. Das muss zusammenpassen, dass es effizient läuft. Und das sind ja Kosten. Und das muss wieder der Endverbraucher tragen. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, die CO2-Bepreisung, die wir haben, also ich fasse es nicht, also die Diskussionen, die wir haben. Auf der einen Seite tun wir was kassieren, verteilen das Ganze wieder und auf der anderen Seite, wenn ich da die Gegend, wo sie jetzt sind, also ohne Auto kommen sie nirgends hin, in einer Viertelstunde, wenn es geht, haben sie die Schnellbahn und der Autobus fährt, glaube ich, jede Stunde. Na, was wollen sie da machen, wenn sie eine Querverbindung brauchen in die Nachbarortschaft? Sind sie zu Fuß, brauchen sie vielleicht eine halbe Stunde, wenn sie öffentlich fahren, sind sie eineinhalb Stunden unterwegs, funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt ein Auto habe und ich bin angewiesen, na gut, die 250, die wir eigentlich hinkriegen, weil wir sind ja Wien, ja, aber wir sind am Rand von Wien, ist ja das eine Sache, wie soll das funktionieren? Ja? Heute habe ich gelesen, die wirklichen Kosten, also wenn einer 250 Euro kriegt, Förderung oder was weiß ich, wie man es sagen soll, kostet ihm das Ganze eigentlich ein Tausender im Jahr. So, und jetzt sind wir beim Verbieten von dem Ganzen. Ich habe eine funktionierende Anlage, muss raushauen und dann zahle ich 25.000, 30.000 Euro. Also ich verstehe die Diskussion nicht mehr. Apropos am Puls der Zeit, Herr Ingenieur Mattes, eine zeitgemäße Ausbildung vom Lehrling bis zum Techniker. Wie sieht die für Sie aus? Naja, wie gesagt, ich bin immer noch dafür. Also wir teilen praktisch den Beruf in Stadtär auf drei Teile auf. Ja. Gas-Sanitärtechnik, die Heizungstechnik und die Lüftungstechnik. 3 Jahre. Wir haben da das System so, dass die ersten 2 Jahre für alle drei Bereiche einmal gleich ist. Und dann könnte ich wechseln, wenn ich sage, im ersten Jahr sage ich, will Gas-Sanitärtechnik machen und kommt dann darauf, Heizung interessiert mich mehr, kann ich nach den 2 Jahren da switchen und kann auf Heizungstechnik weitermachen. Und dann haben wir noch einige Zusatzmodule, weil unsere Lehrzeit ja mit 4 Jahre begrenzt ist. Das heißt, 3 Jahre brauche ich Minimum, ein viertes Jahr kann ich noch anhängen, kann mich spezialisieren. Und da gibt es das Fach Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik. Und das finde ich, das gehört als viertes Jahr, wurscht welche Richtung ich habe, dazu. Nicht nur, weil ich Elektriker bin, sondern wie gesagt, weil das ganz einfach, das zieht sich überall durch. Die Elektrotechnik haben wir in jedem Gewerk drinnen, die Steuerung haben wir drinnen, Digitalisierung, wo wir vorher gesprochen haben, die haben wir auch da wieder drinnen. Also wie gesagt, und dann das Messen und das hydraulische Einregulieren von den Anlagen, das ist überall gleich. Mhm. Und dieses vierte Jahr wird eigentlich nicht angenommen. Da machen wir wie vor 40 Jahren Gas-Sanitärtechnik und Heizungstechnik, aber auf was wirklich drauf ankommt, ja. Ja, Qualität braucht das Zeit. Fehlt, ja. Ja, wie gesagt, dann geht es weiter. Wenn einer die Lehrabschlussprüfung hat, dann kann er weitermachen mit der Meisterprüfung. Und jetzt mit dem ganzen NQR-Anpassung, die wir dann haben, können sie dann mit der Meisterprüfung dann später noch studieren gehen. Also sind alle Wege offen. Meine Meinung ist das, also wenn ich wirklich was drauf habe im Beruf als Installateur,
Ich brauche nicht an Studieren denken. Was macht das für einen Sinn? Wenn ich ausgebildet bin und ich bin in der Materie drinnen, habe ich das alles intus. Also die Aufstiegschancen bei uns und die Entlohnung bei uns ist ja auch bekannt. Also es wird ja, wir sind ja berufsmäßig, sind wir ja eigentlich im Spitzenfeld mit dem Verdienen. Und wenn jemand gut qualifiziert ist, also um den mache ich mir keine Sorgen. Das heißt 4 Jahre Ausbildung und genau. die Rolle der HTLs und Berufsschulen? Die Berufsschule, also die HTL, die Gebäudetechnik, sicher, das ist eine Verfeinerung. Mhm. Ein Absolvent von der HTL Gebäudetechnik, na gut, das ist ja Elite ja, im Beruf. Was würden Sie sich im Hinblick auf das Berufsimage wünschen? Im Hinblick auf das Berufsimage grundsätzlich einmal, dass die breite Masse weiß, was ein Gebäudetechniker ist. Was ist das? Ein Gebäudetechniker, zum Beispiel, wie wir vorher gesprochen haben, HTL für Gebäudetechnik. Also wir haben da einige Schulen, die das anbieten. Ja. Da habe ich einmal Leute, also die dann in der Planung fix sind, also die das A und O wissen, worum es geht. Ja. Von der Planung bis zur Ausführung, bis zur Effizienzsteigerung. Also das ist einmal in höchster Qualität. Schicht. Das ist einmal das oberste Level. Ja. Die Gebäudetechnik, wenn man draußen jemand fragt, Gebäudetechnik, die meisten wissen das nicht. Also wenn ein junger Mensch weiß, was Gebäudetechniker bedeutet, dann glaube ich, kommt er eher auf die Idee, dass er die HTL für Gebäudetechnik macht. Vielleicht bräuchte es ein anderes Wort, ein moderneres? Naja, wir sind die Installateure. Also das wurde vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so, wurde da abgestimmt, ob wir auf Gebäudetechnik umswitchen, so wie die in der Schweiz, ja, da sind es Gebäudetechniker, auch in Deutschland ist es so. Wenn Sie jetzt anschauen, ein Ehepaar baut ein Haus, ja, das ist, kommt dann in die Jahre, der Bauer ist dann 14, 15 Jahre alt, dann kommt das erste Gebrechen, dann kommt der Installateur und dann sieht er Staub und Dreck. Also das ist einmal der erste Niederschlag, den wir haben, wenn sowas passiert. Ja. Dass aber da andere Sachen auch dahinter sind, also wenn ich jetzt an eine Neuinstallation denke, also wie gesagt, das kann man nicht vergleichen mit einer Reparatur, aber in den Gedanken der Leute ist das drinnen. Dann kommt noch etwas dazu, wir haben auch leider politisch einen leichten Zugang zu dem Ganzen. Es gibt sehr viele Probleme mit halt weniger Qualifizierten und wo halt dann teilweise vermuteter Betrug vorausgesetzt werden kann. Und das schadet natürlich auch sehr. Herr Bundesinnungsmeister Michael Mattes, wie modern Sie leben in einem umgebauten Vierseithof? Darüber unterhalten wir uns in Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pecherl, Chefredakteur der Österreichische Installateur. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.